Guten Morgen an dieser Stelle, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Donnerstag, dem 5. März und dem hinlänglich bekannten EZB Eventtag, den wir heute noch vor uns haben. Hier gegen 13:45/14:30 gibt es ja dann die Pressekonferenz heute am Tag. Es sind ja auch im Januar schon Anleihekäufe beschlossen worden, sozusagen quantitativ hin für Europa. Und eben diese Tendenz hier, die Märkte mit weiterer Liquidität zu versorgen, praktisch die ja, Wirtschaft auch mehr oder weniger auch anzukurbeln, sorgte hier im Vorfeld bereits, und Sie sehen hier natürlich den DAX links, wie gesagt, rechts oben hier im Tagesschartintervall in dieser fortwährenden Aufwärtsbewegung, die durchaus ihresgleichen sucht. Also wir haben hier den Rallye-Impuls ja ohnehin schon seit 2009, Schrägstrich mit dem kleinen Korrekturimpuls aus 2011, schon seit Jahren laufen und ein Ende scheint noch nicht in Sicht. Die Märkte werden weiter geflutet mit Liquidität und dies zeugt hier eben auch von dem Strom des Geldes in die Aktienmärkte und niedrige Zinsen bzw. Stabilisierungsmaßnahmen, Stützungskäufe, Inflationsankurbelungen sind das, was praktisch Sachwerte brauchen. Und genau das sehen wir hier beim DAX, der unlängst hier am 3. März einen scharfen Rücksetzer vollzog. Scharf insofern, dass man das während der letzten Wochen kaum mehr gewohnt war. Hier hin und wieder immer gespickt, einzelne schwache Tage, aber grundsätzlich die Aufwärtstendenz weiter intakt. Wir sehen das auch hier am Tagesschartintervall, eine Kerze, einen Tag, dass wir hier eben mit der Schwäche vom 3. März und der gestrigen Anfangsschwäche, die allerdings intraday hier massiv hochgekauft wurde, hier diese Aufwärtstrendlinie kurzfristiger Natur seit dem 10. Februar verteidigt haben. Und diese Linie hat hier mit dieser Bestätigung eine dreifache, also einen dreifachen Punkt in Sachen Relevanz ausgestattet bzw. vollzogen. Und jetzt eben der Hinweis dessen, dass wenn wir oberhalb dieser Trendlinie verweilen, es sehr gut aussieht, dass wir hier diese obere deckelnde Trendlinie nach wie vor ins Visier nehmen. Der der Widerstandsbereich 11.350, 11.400 plus minus ein paar Punkte ist ja hier jetzt unlängst erreicht worden. Dieser ließ sich hier anhand der Fibonacci-Projektion ableiten. Und jetzt darf man mal eben gespannt sein, wie es weitergeht. Die EZB wird, wie gesagt, heute Mittag, schrägstrich am frühen Nachmittag, tagen und wir werden dazu auch live online gehen und uns mal anschauen, was sich denn dann hier an den Märkten tut. Tatsache ist, wir könnten, wenn wir hier nach oben ausbrechen, durchaus weiteres Potenzial entfalten, was dann hier ja sicherlich Niveaus in Richtung 12.000/12.200 Punkte zulassen würde. Also es ist unglaublich, aber die Rallye geht weiter, wenn es denn dabei bleibt, dass der DAX eben hier weitere Hochs feiert. Ich zeige Ihnen kurz die Wochentagsstatistik. Ist für Sie als regelmäßiger Zuschauer sicherlich nichts Neues, aber der Donnerstag generell hier ein sehr, sehr bullischer Tag mit 57% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen. Durchaus eine Hausnummer. Also insofern hier mit Bewegung zu rechnen, auch von der Volatilität her gesehen, mit 23% Anteil am Wochen. Verlauf hier knapp 198 Punkte. Da geht heute einiges. Also man sollte davon ausgehen, dass der DAX heute hier noch einen scharfen Impuls vollzieht, entweder nach oben raus oder eben nach unten. Einziges Manko, so ein bisschen morgen haben wir die Non-Farm Payrolls noch auf der Agenda, also hier den US-Arbeitsmarktbericht, immer am ersten Freitag 14:30 Uhr des Monats. Und der Freitag hinlänglich bekannt, hier mit nur 39% positiver Schluss. Preise, also konträr das Bild hier zum Donnerstag. Man darf mal gespannt sein, ob es heute hier tatsächlich zu einem positiven und morgen gegebenenfalls zu einem negativen Tag kommt. Später wissen wir mehr. Der Chart letztlich hier interessant und weiter rein technisch auf Tagesbasis hier im bullischen Fahrwasser und somit sind eher neue Hochs zu erwarten. Einziges Manko, und das schauen wir uns jetzt im Stundenchartintervall an beim DAX, ist dieser frisch aufgebaute Widerstandsbereich bei 11.450 Punkten. Diese Zone hat auch hier mehrfache Relevanz erhalten und ich vermute, dass wir bis zur EZB-Sitzung darunter verweilen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markt jetzt hier vor dem EZB-Event hier einen Ausbruch vollzieht, möglicherweise erst danach. Wenn es allerdings hier vorher schon zu einem Impuls kommen sollte, dann wären das sicherlich Vorschusslorbeeren auf die Erwartungshaltung, dass eben hier Super Mario, Mario Draghi, EZB-Chef, hier noch konkretere Äußerungen dazu gibt, eben mit dem Anleihekaufprogramm, was er hier 60 Milliarden Euro hier vorsieht in den kommenden 18 Monaten. Und das ist natürlich eine richtig, richtig, richtig starke Hausnummer. Mit dem Programm selbst sollen dann 1,14 Billionen Euro in die Märkte gepumpt werden, um eben das Risiko einer Deflation abzuwenden und wie eingangs schon gesagt, auch hier die Wirtschaft dann entsprechend anzukurbeln.
Aber DAX selbst hier oben auf jeden Fall erstmal den Kopf gestoßen. 11.450 bleibt eine Hausnummer für mögliche Ausbruchstendenzen. Gehen wir darüber bereits schon im 5-15-Minuten-Chartintervall, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass der Markt hier weitere Hochs vollzieht. Kurzfristige Unterstützung finden wir allerdings auch schon sehr schön im Markt. Sogar ein paar Tage noch zurückgehen. Es ist nämlich hier das Niveau knapp unter 11.400 Punkten. 11.390 roundabout. Das sind die Schlüsselmarken heute. 11.450 oben, 11.390 unten. Innerhalb dessen ist der DAX neutral zu bewerten. Gehen wir raus, dann entsprechend des bullischen Handelstages gehen wir nach oben raus. Wäre das hier ein Setup für weiter steigende Preise? Hingegen hier ein Abtauchen nach unten. Dann durchaus Niveaus im Bereich 11.300 Schrägstrich, und Sie sehen es hier unten schon die weiteren Unterstützungszonen, dann im Bereich 11.230 Schrägstrich 11.200 Punkte rund möglich macht. Das wären die Marken zum DAX. Wie gesagt, man darf gespannt sein. Ich vermute jetzt fast, dass es ein zäher Vormittag wird, bis eben hier zum Event selbst. Und bis dahin bleibe ich erstmal hier offline. Wir werden uns, wie gesagt, nachher dann 13.45 gegebenenfalls eher noch 14.30 zuschalten, um dann eben hier die Intraday-Bewegung einzufangen. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ansonsten sage ich jetzt erstmal noch einen ruhigen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.